Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, in diesem Video geht es wieder um Winter Village 7. Diesmal aber so ein bisschen bezogen auf meinen Kanal. Also wie geht's jetzt weiter? Ich habe ja das letzte Video damit beendet, dass ich noch nicht genau wusste, wie ich das Ganze jetzt handhaben werde auf meinem Kanal. Zwecks Streams insbesondere, weil dieses Projekt ja auch größtenteils ein Streaming-Projekt ist. Und jetzt werde ich euch so ein bisschen meine Entscheidung mitteilen. Und zwar, das Projekt startet ja erstmal am 24.11. um 20 Uhr. Und ich werde dann auch direkt mit einem Stream reingehen. Die Streams werden jetzt ab sofort nur noch auf Twitch kommen. Sprich, ich werde nicht mehr auf YouTube streamen. Das heißt, sehr, sehr gerne den Link in der Videobeschreibung auschecken. Der führt direkt zu meinem Twitch-Kanal. Ich habe den jetzt auch so ein bisschen umbenannt. Neues Design habe ich ja jetzt auch schon. Also ist ja wahrscheinlich auch schon dem ein oder anderen, der meinen Kanal schon seit ein paar Jahren kennt, aufgefallen. Auch auf YouTube jetzt. Dass sich eben das Design verändert hat und auf Twitch eben auch. Mein Kanal habe ich so ein bisschen umbenannt, weil ich den Kanalnamen Freezel-Live nicht so cool fand. Habe ich den jetzt einfach so ein bisschen umbenannt. Deswegen sehr, sehr gerne auschecken. Am 24.11. um 20 Uhr ist dort eben der erste Eröffnungsstream von Winter Village. Das heißt, gerne reinfolgen, dann verpasst ihr einfach keine Streams. Des Weiteren müsste jetzt auch schon ein Teststream gekommen sein, wenn ihr dieses Video seht, wo ich einfach mal getestet habe, wie das Ganze so funktioniert. Vielleicht kommen auch in den Tagen vor Winter Village nochmal ein bis zwei Teststreams, das ist aber nicht versprochen, das werde ich schauen. Genau, ansonsten, wie geht's auf YouTube weiter? Auf YouTube werde ich auch ein paar Winter Village Videos hochladen. Diese Videos werden dann aber Updates beinhalten, sprich, ich werde so ein bisschen zeigen, was ich gebaut habe, wie sich die Map entwickelt hat, etc. Eventuell werde ich auch ein paar Zusammenschnitte von den Events hochladen, insofern ich diese dann gestreamt habe. Also meistens, wenn ich an den Events eben anwesend bin und auch teilnehmen kann sozusagen, was bei den meisten Events der Fall sein wird, dann werde ich diese eben auch auf Twitch livestreamen und eventuell werde ich dann ein paar Zusammenschnitte daraus als Video hochladen, wird sich zeigen, ob ich darauf Lust habe und wie sich das Ganze entwickelt. Dann wird das eben auch kommen, aber ansonsten werden eben die reinen YouTube-Videos nur eben Updates sein, wie sich so die Map entwickelt hat, dass ihr da so einen groben Überblick habt, wenn ihr nicht immer die ganzen Streams schaut. Aber warum streame ich jetzt überhaupt auf Twitch? Das hat den Grund, dass die meisten Teilnehmer, die eben an dem Projekt teilnehmen und das Projekt streamen, was eben auch der Großteil der Content-Creator ist, also wir haben, soweit ich es weiß, nahezu keinen reinen YouTuber drin. Und die Leute, die eben streamen, die streamen zu 99% auf Twitch. Und das macht einfach Sinn, wenn die ganze Community, die eben sich da um Winter Village entwickelt und die um Winter Village besteht, wenn diese eben auf Twitch ist, dann macht es halt auch einfach Sinn, selber auf Twitch zu streamen. So kann man sich auch immer die Zuschauer hin und her schicken und es macht halt einfach am meisten Sinn. Des Weiteren werde ich aber die VODs, die dann am Ende des Streams natürlich entstehen, also die Aufzeichnung der Streams, die werde ich eben eventuell, wenn das funktioniert, das müsste ja über Twitch gehen, werde ich die direkt auf YouTube exportieren und als nicht gelistet hochladen. Das hat den Sinn, dass es für mich persönlich ganz cool ist, aber vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen Zuschauer ganz cool. Ich persönlich schaue immer gerne nach ein, zwei Jahren rein, wie war denn das Projekt letztes Jahr, was hat man da so gemacht etc. Und ich fand es ganz cool, da dort immer in die alten Streams reinzuschauen, was ja durch Twitch leider so ein bisschen wegfällt, da die VODs nur maximal 60 Tage gespeichert werden können. Klar, man kann da so Highlights erstellen etc., aber so richtig den gesamten Stream, den kann man halt leider nicht speichern und deswegen werde ich den wahrscheinlich auf nicht gelistet hochladen. Das heißt, den werde ich dann wahrscheinlich mit Hilfe einer Playlist sozusagen, werde ich dann eben das Ganze verlinken. Sprich, ihr könnt euch dann über eine gewisse Playlist dann die Aufzeichnung nochmal anschauen. Das werden dann natürlich die wenigsten machen, aber ich finde das für mich immer ganz cool und vielleicht erfreut es ja auch den einen oder anderen, dass ihr die Streams dann trotzdem noch irgendwie so ein bisschen auf YouTube verfolgen könnt. Vielleicht nochmal kurz zu der Map, auf der wir uns befinden. Das ist eben auch eine Winter Village Map, die für ein Event genutzt wird. Welches Event und so weiter, das werde ich jetzt noch nicht verraten. Also ein bisschen Geheimniskrämerei ist ja auch immer ganz lustig. Aber ich finde, die sieht auf jeden Fall extrem nice aus. An sich könnt ihr euch auch an die Optik von Minecraft hier gewöhnen, weil das wird eben auch die Optik sein, in der ich dann wahrscheinlich streamen werde und die ganzen Videos aufnehmen werde. Sprich, mit diesem Shader und mit diesem Resource Pack. Vielleicht werde ich das Resource Pack nochmal hin und her wechseln, so ein bisschen für ein bisschen Abwechslung. Wird sich zeigen. Den Shader werde ich aber wahrscheinlich so beibehalten. Ich habe jetzt endlich mal eine Lösung gefunden, wie ich performant mit Shader spielen kann. Ansonsten wäre, glaube ich, alles gesagt. Also schaut sehr, sehr gern ab dem 24.11. auf Twitch rein. Gerne direkt um 20 Uhr dort reinschauen, wenn ich das Ganze streamen werde, die Eröffnung.
und ansonsten einfach in den nächsten Tagen danach einfach mal immer mal wieder reinschauen. Es gibt ja auch so eine Zeitplanfunktion auf Twitch, wo man die Streams ankündigen kann. Eventuell werde ich die nutzen. Ansonsten wird es aber in der Regel so sein, wenn ich Lust auf einen Stream habe innerhalb der Woche, dann wird das wahrscheinlich abends stattfinden und am Wochenende wird sich das einfach so ein bisschen über den Tag verteilen. Dann wird sich zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe auf jeden Fall Bock, wieder ein bisschen was zu machen. Vielleicht hat ja der eine oder andere Bock, auch zuzuschauen. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ihr könnt auf jeden Fall dann auch Wildcards wieder gewinnen. Die werden dann wahrscheinlich in den Streams verlost werden einfach. Man hat ja leider nur 3 zur Verfügung, weil das Ganze sonst ein bisschen zu sehr aus den Fugen geraten würde bei der Anzahl an Content-Creatern, die wir dabei haben. Ja, aber die werden dann wahrscheinlich größtenteils nur im Stream verlost werden. Ihr könnt aber sehr, sehr gerne auch auf TikTok vorbeischauen. Ich habe jetzt vor einigen Tagen einen TikTok hochgeladen zu Winter Village. Vielleicht entwickelt sich da ja auch so eine kleine Community noch auf TikTok. Dort werden jedenfalls auch Wildcards verlost werden, hin und wieder mal. Da werden wahrscheinlich auch TikToks in Form von Server-Updates hochgeladen. Sprich, man wird auch so ein bisschen den Map-Fortschritt über TikTok verfolgen können. Das heißt, dort könnt ihr sehr, sehr gerne auch mal vorbeischauen und folgen. Ich werde euch generell mal die ganzen Social-Media-Links von Winter Village in die Videobeschreibung packen. Wir haben ja jetzt echt ein paar erstellt. Wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal und so weiter. Deswegen sehr, sehr gerne dort einfach mal vorbeischauen und einfach mal abonnieren bzw. folgen. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ja, das war's jetzt mit diesem kleinen Update-Video. Ich weiß nicht, ob ich dieses Infovideo jetzt permanent online lassen werde, weil es ja wirklich nur ein paar aktuelle Infos sind. Aber es wird auf jeden Fall jetzt erstmal die nächsten Wochen online bleiben, dass ihr Bescheid wisst, wo ihr eben Winter Village schauen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich werde wahrscheinlich dann auch, wenn ich die erste richtige Folge Winter Village hochlade, werde ich wahrscheinlich dann auch mal so eine kleine Teilnehmerliste zusammenstellen, dass ihr auch direkt mal auschecken könnt, wer alles bei dem Projekt teilnimmt. Das heißt, darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Ja, bis zum nächsten Mal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ciao, Leute!